Hey Leute, viele fragen mich, wie man Feuer malt. Den zeige ich dann immer dieses Video hier. Denn erstmal finde ich es wichtig zu sehen, wie es andere machen. Und auch mal zu sehen, wie es nicht geht. Autsch! Für richtiges Feuer brauchen wir erstmal ein cooles Motiv. Sowas wie ein Piratenkapitän mit einer flammenden Klinge. Und was braucht so ein dreckiger Pirat? Ein Tuch, ein Gürtel, eine Hose, ein Ohrring, eine Schnalle, ein Stiefel, Gold am Mantel und ein Lederhut. Und Wein, ja. Also Piraten trinken eigentlich rum, aber wir malen ja ein Weinpanda. Also das Motiv kann sich sehen lassen. Zeit für die Rimlights. Am Arm. Der Säbel leuchtet, Lichter beleuchtet den Wein. Und langsam nimmt das Bild richtig Gestalt an. Ja, wie malt man denn jetzt Feuer? Mach's einfach wie ich. Finde eine grobe Form für die Flammen. Achte darauf, dass die Spitzen schön dynamisch aussehen. Wie eine Schlange. Bring einen Farbverlauf von hell nach dunkel rein. Dann gehst du richtig fett mit dem Airbrush drüber. Nicht zu viel ist gut. Und gehst dann nochmal mit helleren Farben die Formen entlang. Einmal drüber gehen. Zweimal drüber gehen. Dann nochmal ein drittes Mal drüber gehen. Weinpanda. Und verbrennt sie das euch an. Ich bin einfach on fire. Genau so muss Feuer aussehen. Alles andere ist falsch.